Hier kommt Walter Simon häufig her, vor den Heimspielen, wenn er den Kopf freikriegen will. Am Kiessee Leuben tankt er Energie, spricht mit uns aber auch über den missglückten Saisonstart. Ja, es gab auf jeden Fall schon schönere Starts, auch in der langen Basketballkarriere, die ich hatte. Man muss aber sagen, es kann immer noch schlimmer kommen. Also es hätte auch Zeichen geben können, dass wir überhaupt nicht in die Pro A gehören, dass wir jedes Spiel mit 10, 15, 20 Punkten verlieren. Das ist natürlich nicht der Fall. Und ich glaube, mit einem klein wenig mehr Cleverness, mit ein bisschen mehr Glück, mit ein bisschen mehr Aufwand oder mentale Stärke, würden wir jetzt 3-1 dastehen und wir hätten diese Fragen nicht, sondern könnten auf einen gelungenen Start zurückblicken. 4 Niederlagen, 3 davon waren vermeidbar. Abgesehen vom Gastspiel in Gotha waren die Titans immer das spielbestimmende Team, hatten in den Duellen gegen Kirchheim, Paderborn und Ehingen die deutlich bessere Wurfquote. Am Ende standen sie mit leeren Händen da, jubeln durfte der Gegner. Es gab natürlich schon Gespräche, vor allen Dingen Einzelgespräche, um die Performance von den einzelnen Spielern noch stabiler zu halten. Ich glaube, es ist relativ klar zu sehen, wo wir unsere Probleme haben. Das ist das Positive, das ist relativ einfach ist auszumachen. Und wir müssen jetzt einfach dran arbeiten. Also wir werden wahrscheinlich die Möglichkeit haben, gegen fast jeden Gegner unsere Offense durchzubekommen und zu punkten. Und woran wir arbeiten müssen, ist einfach unsere Defense und vor allem das Rebounding. Und wenn wir das unter Kontrolle haben, beziehungsweise wenn wir es unter Kontrolle gehabt hätten jetzt in den letzten Spielen, hätten wir auch deutlicher gewinnen können. Ein Blick auf die Tabelle genügt, um das Dilemma zu verstehen. Die Dresden Titans sind das offensivstärkste Team der Pro A. Keine Mannschaft erzielte bisher mehr Punkte. Doch in der Verteidigung klemmt die Säge. Mehr als 100 Punkte pro Spiel für den Gegner. Okay, eingerechnet das irre Overtime-Spiel gegen Paderborn. Und dennoch ist es eine haarsträubende Quote. Wir müssen wahrscheinlich ein bisschen härter werden. Wir hatten letztes Jahr schon das Problem, dass wir viele Spiele hatten, die vielleicht ein bisschen zu lieb sind, sondern wir müssen ein bisschen mehr zupacken, dem Gegner zeigen, dass es nicht so einfach ist, gegen uns irgendwas zu holen. Auf der anderen Seite ist es eine basketballtaktische Sache, je nachdem, wie wir rotieren sozusagen, muss jeder halt seinen Mann aufnehmen und das kann man relativ gut im Training üben. Und das haben wir jetzt gemacht, müssen das weitermachen und dann fruchtet es hoffentlich. Walter Simon und die Dresden Titans sind auf der Suche nach dem Erfolg. Ein Sieg muss her. Dieses Gefühl, Spiele gewinnen zu können.